Ja, hallo Freunde! Morgen ist es soweit, mein zweites Antreten beim Großglockner Berglauf steht unmittelbar bevor. Ich melde mich hier bereits aus Mittersil, hier am Fuße des Nationalparks Holtauern im mittleren Felbertal. Ja, ein Jahr ist ja schneller vergangen als man denkt. Training war super, Höhenmetertraining war super, bin fitter denn je. Es ist so ein Mittelding, ein bisschen so als Aufregung, aber auch irgendwo, wo ich sage, okay, lasst mich endlich auf den Berg rauf. Einmal jetzt noch schlafen, dann ist es soweit. Team Hofner, Team Ich am Weg ist am Start und ich würde sagen, wir sehen uns morgen in der Früh. Guten Morgen, Freunde. Es ist soweit. Der Großglockner Berglauf wartet. Gut genächtigt, jetzt geht's nochmal los zum Frühstück und dann fahren wir rüber nach Heiligenblut. Also dann. Gehen wir's an. Und jetzt, meine Damen und Herren, gibt's kein Zurück mehr. Wir sind da in Heiligenblut und neben mir steht ein Mann, der heute an seine Grenzen gehen wird. Muss. Genau. Nämlich den Bernd. Wir sind wieder mal da, so wie im letzten Jahr. Wie geht's da? Naja, voriges Jahr ist mir etwas besser gegangen, weil da war ich unbedarft, was die Strecke angelangt ist. Aber heuer, ich bin unheimlich nervös, ich weiß auch gar nicht warum, weil es geht ja eigentlich um nichts, wie der liebe Christian Weingartner immer sagt. Ich werde mein Bestes geben, heute werde ich beißen. Ich habe das Glück, dass ich in Stadtblock 2 starten darf. Und ich glaube, da ist dann der Schlusswagen relativ weit weg, dass man die immer erklären können, dass es noch steiler und noch steiler wird, das kann ich nicht ab. Also Leute, ihr seht mich wahrscheinlich im Ziel. Nein, ihr seht mich sicher im Ziel. entweder mit einer Medaille um oder wieder den Peter anfeuernd, wenn er ins Ziel kommt. Aber ich glaube eher mit einer Medaille um. Na, das wollen wir doch alle hoffen. Und ja, zu mir kann ich nur sagen, es kommt am liebsten kommt schon losgehen. Ich möchte auf, so rasch als möglich. Das sind die Momente, warum man sportelt. Und ich würde sagen, wir melden uns dann auch wieder, wenn es dann soweit ist, wenn wir oben sind. Du schaffst es, Peter. Du auch.
Freunde, das war jetzt einmal der Großglockner Berglauf 2018. Ich habe heute ziemlich zugeschlagen, das war überraschend und erfreulich zugleich. Und da habe ich jetzt auch einen Radglocknerkönig bei mir. Ja, gratuliere Peter. Die Zeit ist ja ganz überragend, nicht? Weil deine vorgenommenen 3 Stunden hast du ja bravourös. Müssen wir jetzt mal sagen, es waren, also ich habe es jetzt mal gestoppt auf 2 Stunden 52, das wird das Plus, Minus. Das macht es jetzt auch nicht mehr, sollen es 2,55 sein, das ist auch egal. Unter 3 Stunden auf jeden Fall. Und aber man sieht, dass das Bergtraining doch was genützt hat, weil du bist ja schon mit anderem Gesicht heraufgekommen als wie im Vorjahr. Nicht? Du warst viel entspannter. Und wie war es auf der Strecke? Es war teilweise ein bisschen rutschig. Es hat einmal so einen Schauer drüber gezogen für 10 Minuten. Da war es dann nicht so ohne, das Wetter herum vielleicht nicht so schön gewesen, das muss man schon sagen. Da war auch der Wind, aber Gott sei Dank ist das vor der zweiten Labestelle dann weggegangen. Und dann habe ich dann nachher den Regenschutz wieder einpackt, weil der war zwar schön warm, aber er hat dann, wenn die Haut atmen will, hat das dann nicht so gut funktioniert. Aber dann bei den Anstiegen, wie gesagt, habe ich dann gemerkt, es geht wunderbar dahin und dann am Schluss bei den Stufen war es ja. Im Endeffekt waren das wie viele Kilometer und Höhenmeter? Es waren, also angeschrieben sind es auf 13 Kilometer und nicht ganz, um ein paar Meter sollen es 1500 Höhenmeter sein. Na, das ist aber ganz schön ordentlich, ne? Ja, also ich bin mehr als zufrieden, das ist 23 Minuten schneller als im Vorjahr. Und an der Stelle auch, hallo Gerhard, hat was genutzt, dass du den Berg aufgejagt hast und dass wir diese ganzen Intervalle machen hast lassen? Ich habe halt ein paar Mal dran denken müssen auf jeden Fall und ja, hat gewirkt. Heute bin ich überglücklich und ja, wie ihr wisst, ich habe es ja auch angekündigt, das war eigentlich nur der Anfang einer Trilogie. Das heißt, es geht nochmal weiter. Diesmal sage ich das gleich. Und ja, ich hoffe, dass alle gesund und munter raufkommen. Ich hoffe, dass alle einen Spaß hatten. Vom Wetter her hatten wir wieder mal absolutes Glück, das muss man dazu sagen. Und ja, also ich sage mal von hier aus jetzt einmal tschüss und wir sehen uns dann wieder. Ja. Und alles Gute noch einmal. Ja, danke. Vielleicht im nächsten Jahr wieder. Auf jeden Fall.